Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier findet. Willkommen zu einer blutigen Lara Croft. So, das müssen wir jetzt packen. Hi, hab uhaha. Mal jetzt lang. Warte! Was soll ich denn tun? Bitte! Das ist irgendwie Metal. So viel zappen. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Da runter gehe, habe ich keine Munition mehr. Geocache. Nein, das ist ja nicht mehr. So. Aber nicht alle in den Klamotten sind titschnass. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Ja, ich dachte, es wäre ein Geocache. X, was soll ich da jetzt machen? Darunter Feuer? Oh, vielleicht brennt der Schmarrn wieder unten. Ja, das könnte sein. Ist das eine Kiste oder so? Was ist das da? Okay, Feuer. Ah, okay. Ich räume aber meine Munition auf. Brauchen. Bin ja vorsichtig. Geh weg! Das ist meins! Nein! Lass los! Let it go! Let it go! Da kommt jetzt, glaube ich, irgendwas. Die gehen wahrscheinlich nicht ohne Grund weg. So, noch ein Pfeil. So, geil. Pfeile. Futter. Schmarrn. Und ein Geocache. Ja. Na los. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay. Ich hasse es hier. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, gut. Mann. Danke, Kollege. Verständnis! Schade, das war jetzt nicht geplant. So, das war jetzt nicht geplant. Ich wollte dich eigentlich hinterher halt killen. Aber okay, danke.
Bein! Pisser! Oh, nein, hör! Au! Was schießt ihr? Mit, ah, das war gemein. Bing, bing, bing. Die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Wir können weiterspielen. Ja. Scheiße! Verstärkung! Scheiße, brennt! So, Du Pisser! Hör auf mich zu schießen! Aha! Ficken! Mein Damm. Das mach ich jetzt anders. Jetzt mach ich es anders. Wieder verschließen. Ach, da eigentlich, denn, dass keiner das bemerkt. Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay, okay. Ich hasse es hier. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Glückwunsch, mein Freund. Du hast den Jackpot geknackt. Hey, wir haben ein Problem. Kommt runter. Okay, so. Dass der Pisser jetzt auch noch kommen. Was ist mit euch los? Verarschen. Au. Ich will auch noch Platz machen. Okay. Oh, da ist eine Kiste. Blutkiste. Bing. Was? Shit, Alter. So doof bin ich auch. Oh Mann. Jumann. Sieht nach früh im 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Ui, ein Fächer. Majestische. Ah. So. Weil der Typ sich aufgelöst hat, gehe ich halt wieder hoch. Der Penner ist eh tot, also interessiert mich gerade nicht. Hey, du bist ein Teil. Boah, shit. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Gut, danke. Nicht schon wieder. Ich sag den Sammlern ständig, wir brauchen einen neuen Generator. Ich mach schon. Dankeschön. Ja, komm. Tot. Das war scheiße. Shit. Wo kommst du jetzt her? Manche, wo kommst du jetzt her? Wo kommst du jetzt her? Verdammte Scheiße, wo kommst du her? Wo kommst du her, Freundchen? Fucking Teleporter. Hallo? Kein anderer Eingang. Er kommt einfach hinter mir auch raus. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich will weiterspielen. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay, okay. Ich hasse es hier. Ich sehe mir das mal an. Hättest du noch nicht gehustet, du Olle. Danke, Mann. Du gehst jetzt pissen, Freundchen.
Los. Ich will dich fertig machen. Gib's mir extra Punkte, Freundchen. Das lass ich mir nicht entgehen. Ding. Wenn du am Pissen bist. Brauch Hilfe! Na, du Pisser! Nipples! Warum brennst du nicht? Brenn in der Hölle! Same as you! Aua! Lass mal wieder ein bisschen regenerieren. Hol dich. Ein Schmerzen. Fatality! Und jetzt schnell wieder weg. Shit! Yeah! Bitches. Boah, leck mich am Arsch. Boah. Dieses Vergehen. Hard. Boah, leck mich an den Klöten. Leck mich hart. Ei. Aber ich glaube, die da oben müssen. Die sind auch weg. Kiste. Aber die mit ihrem Maschinengewehr, geben mir nie ihr Maschinengewehr ab. Nie. Aber jetzt haben wir eine Ruhe. Ich hab meine fucking Dinge. Ah, weg mit dir. Oh, das ist fucking hart. So, hier. Eine Box. Ein Fächer für eine besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Okay. Neues. Hier eine Box. Noch ein schönes. Pille! Die ich nicht brauche. Ich dachte, sie wird voll. Nein. Okay. Hab schon alles. Und halt nicht. Irgendwas. Scheinwerfer, den könnte ich ausmachen. Will ich aber nicht. Brauche ich auch nicht. So. Ich kann einen Double Jump machen. Oder Triple Jump. Auch nicht. Double Triple Jump. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber. Ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was? Scheiße! Hilfe, schnell! Aber wohl nicht! Shit! Ich bin gleich wieder weg, Freunde. Ich bin gleich wieder weg. Keine Panik. Die Krönung wäre es ja, wenn die sich selbst beschmeißen würden. Ach, egal. Leck mir den Klöten. Nimm das! Diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Pisser. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag.
bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Das ist auch nicht. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt eure Stimmen. Preist die Sonnenkönigin. Sieg heil. So klingt das. Tja. Da oben sieht man aber trotzdem nicht. Sprengt euch gegenseitig! Wie so ein Toys R Us Ding. Fliegt die durch die Gegend. Oh, da oben ist was. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit Feuer sind wir an euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten. Bringt uns die Dämmerung. Ah, okay. Feuerteufel. Gab's da jetzt nüscht. Kopfschuss reingehauen. Komm her. Brennen in der Halle! Komm her. Rennen. Oh, nein. Drängen tust du mich nicht. Renn doch. Brenne, habe ich gesagt. Brenne. Ah. Oh. Das ist echt hart. Was soll ich da bitte schon machen? Naja, so Leute. Das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut's rein. Servus.